Wir sind hier alarmiert worden auf die B312 zum schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Mit uns alarmiert worden ist die Feuerwehr Neckar-Tinzlingen. Die Feuerwehr Neckar-Tinzlingen hat auch die Person aus dem Fahrzeug befreit. Durch eine Falschalarmierung ist es leider zu einer kleinen Verzögerung gekommen. Wir sind dann auch alarmiert worden, weil es auf unserer Gemarkungsgrenze ist. Wir sind jetzt noch vor Ort und warten, bis die Polizei die Einsatzstelle freigibt. Wir waren mit 3 Fahrzeugen und ca. 25 Kräften und die Feuerwehr Neckar-Tinzlingen war ebenfalls mit 3 Fahrzeugen und ich vermute auch mit 25 Kräften. Hier kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt und 2 Personen leicht verletzt wurden. Der Rettungsdienst war mit 3 Rettungswagen und einem Notarztwagen und einem Einsatzleiter vor Ort.